Das hier ist so cool. Ich fühle mich wie der absolute Superheld. Da bin ich einfach nur ein Rando, der gleich in den Weltraum fliegt. Leute, es ist keine Übertreibung, wenn ich hier sitze und sage, dass diese Mission elementar wichtig für den Fortbestand der Menschheit ist. Ja, wir haben keine Energie mehr und es liegt an mir, das zu richten. Und wenn ich fehlschlage, dann stirbt die Menschheit wahrscheinlich aus. Also überhaupt kein Druck, kein Stress, alles gechillt. Ist das da rechts Wheatley aus Portal 2? Der folgt meinem Mauszeiger. Das sehe ich erst jetzt. Ja, das ist sehr cool. Willkommen zu einem Spiel namens Deliver Us the Moon, wo es darum geht, dass die Menschheit ein klitzekleines Problemchen hat, denn die Menschheit hatte keine Energie mehr und hat dann auf Helium-3 vom Mond gesetzt und eine Basis errichtet. Problem ist, es kommt nichts mehr, die Basis ist funkstill, es meldet sich niemand mehr und ich bin jetzt die einzige Person, die da hochgeschossen wird, um das zu klären, weil das ist keine offizielle Mission, die ist nicht irgendwie offiziell finanziert, das machen die Wissenschaftler einfach von sich aus, weil sie wissen wollen, was da los ist und weil sie vielleicht verhindern wollen, dass die Welt untergeht. Das heißt, wie gesagt, kein Druck, absolut kein Druck. Ich weiß nur hierüber, es ist anscheinend kein Horrorspiel, auch wenn es manchmal ziemlich unheimlich ist, weil da oben halt einfach niemand mehr übrig ist. Die Musik ist anscheinend extrem geil, die Grafik ist extrem geil. Das heißt, ich will sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns an, was auf dem Mond so los ist, was da oben passiert ist und warum keine Energie mehr kommt. Neues Spiel. Okay, und das Hauptmenü ist auf Deutsch, aber der Ladebildschirm ist auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Die Mondkolonisten haben sich heute auf der ganzen Welt versammelt in Gedenken des MPT-Blackouts 2054, der zu weltweiten Stromausfällen... Ja, und der vermutlich auch dazu führt, dass die Menschheit es nicht mehr lange macht, weil wir haben keinen Strom. ...war Anlass zu weltweiten Unruhen und führte ein Jahr später zur Schließung der World Space Agency. In weiteren Nachrichten, der größte Staubsturm seit Beginn der Aufzeichnung Toll. Hat Klimatologen zu Neubewertungen ihrer Modelle zur Wachstum. Das heißt, das hier ist eine tolle Zukunft. Absolut großartig. Unter Einbeziehung des neuesten Sturms könnte die Wüste bald auf 30% der globalen Landmasse anwachsen. Okay, ich bin im Spiel. Alles klar. Eben diese World Space Agency wurde zugemacht, aber ein paar Wissenschaftler haben sich zusammengeschlossen, um das da oben eben, um rauszufinden, was da oben los ist, auf dem Mond. Und ich bin die auserwählte Person, die jetzt da hochgeschossen wird. F zum Inspizieren. Okay, nach links drehen, nach rechts drehen, geht auch mit der Maus, ich kann das auch lesen. Dann wird einfach das hier angezeigt. Okay, ein mutiger Astronaut begibt sich zum Mond. Seine Mission, die Mondoberfläche zu erkunden, ihre Geheimnisse zu lüften. Ja, das ist im Prinzip das, was ich mache. Nur ist es meine Mission, rauszufinden, was da oben passiert ist. Umschalten. Okay, das ist in dem Fall aus. Inspizieren. Das hier ist das Kommandomodul. Alles klar. Bodenstartsequenzer, Orbitalzugriffsarm. Du hast es schon 1000 Mal während unserer Simulation getan. Wir wissen, du kannst es. Viel Glück von Claire. Kann sie mir das nicht persönlich sagen? Hier ist die Startsequenz. Kann mir das Claire nicht persönlich sagen? Hier ist so meine Pinnwand, wo ich einfach alles aufbewahre, was Fortuna, sind Sie da? Relevant ist. Ja. Spreche ich nicht? Ist das der Trick? Ich spreche nicht, richtig? Knopf drücken. Das ist der Anzug. Das ist der Anzug, in dem die Party steigt. Cool, cool. Alles online. Nice. Bodenkontrolle an Fortuna One. Hier ist Claire. Bitte. Und jetzt ist es auf einmal Third Person. Funkkontakt bestätigen. Tab für das Astro-Tool. Alles klar. Willkommen. Das ist so mein Pip-Boy. Quasi Kontakt bestätigen. Funkkontakt bestätigt. Ich rede nicht. Gehen Sie zur Startplattform und bereiten Sie die Rakete für den Start vor. Alles klar. Wir müssen vor dem Staubsturm abheben. Ja, aber ansonsten wird das nichts mehr. Betritt die Fesenkopf oder die Fesenkopf, das ist die richtige Betonung, Abschussanlage. Alles klar. Wir sind wahrscheinlich mitten in der Wüste. Ja, das Fesenkopf-Kosmodrom. 5 Jahre nach dem Blackout. 4 Jahre haben wir gebraucht, bis sie startklar waren. Ja, unsere letzte Hoffnung, ne? Aber sie müssen sich beeilen. In ein paar Stunden kommt der Staubsturm. Alles klar. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist die Fortuna-Mission gescheitert. Ja. Okay, ich habe verstanden, wir haben es eigentlich. Das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Ich meine, Fesenkopf, das klingt irgendwie russisch. Das heißt, wir sind vermutlich in Russland. Und da ist dann auf einmal Wüste. Hier ist irgendwie ein alter Highway. Ne, von den Schildern her. Und es ist alles kaputt. Und ich bin die letzte Hoffnung für... Ja, es ist definitiv Russland. Ich bin die letzte Hoffnung für diesen Planetenschiff zum Sprinten. Okay, wir treten mal ein bisschen drauf. Hier ist noch was. Und sobald ich wo reingehe, ist es dann wieder First Person. Das ist cool. Linke Maustaste zum Scannen. Okay, Datenbank. Das heißt, hier sammle ich Zeug. Okay, jetzt so eine Familie.
Okay, das ist wie so ein kleiner Altar. Isaac als auch Katie sind nach dem, seit dem Blackout nicht mehr gesehen worden. Das heißt, so funktioniert dann die Story, ne? Ich sammle einfach Zeug und finde dann irgendwie raus, was passiert ist. Es ist ein Mädchen. Ja, und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Und auch hier war gefühlt seit Ewigkeiten keiner mehr, ne? Wir haben diese... Was? Wir haben diese Rakete gebaut. Ich weiß nicht, was ich gerade machen konnte, das ging zu schnell. Wir haben diese Rakete gebaut, das Ding scannen. Und der ganze Rest ist halt verfallen. Alles klar. Alles klar. Sputnik-Denkmal. Okay, die Anlage war verlassen gewesen, bis das Fortuna-Team sie nach dem Blackout als Operationsbasis nutzte. Ach so, okay, ich dachte, das wäre unsere ursprüngliche Basis. Nee, wir haben das einfach übernommen, weil wir es brauchen. Die letzte Mission der Menschheit ins Weltall. Auf dem Schild steht zu den Sternen. Ja, das ist bezeichnend. Das ist bezeichnend. Denn das ist, was ich hier tue. Als, wie gesagt, letzter Mensch im Weltall. Und wenn ich fehlschlage, dann ist El Finito hier unten. Dann ist es vorbei. Ich muss die Leiter benutzen, richtig? Dann ist es vorbei. Und dann müssen die Menschen gucken, wo sie bleiben. Wahrscheinlich in dem Fall nirgendwo. Ach nee, ich muss das reparieren. Drehen. Ja, ist alles kaputt hier, ne? Weil die Anlage antik ist, muss ich das quasi von Hand machen. Ah, okay. Okay, und es ist auch... Es ist einfach ruhig. Ich meine, die haben mir gesagt, ja, viel Glück und so, schaffst du schon. Aber seitdem kein Funkkontakt. Will ich wirklich mit dem Fahrstuhl fahren, nachdem er gerade eben nicht funktioniert hat. Wenn ich in der Mitte stecken bleibe, dann war es das. Hier ist niemand, um mich rauszuholen. Auf dem Weg zur Anlage. Ja. Das Kontrollzentrum ist auf der obersten Etage. Okay. Dort können Sie die Rakete zum Start vorbereiten. Alles klar. Das heißt, ne, es gibt hier niemanden, der irgendwie das kontrolliert. Ich muss das sogar selbst vorbereiten. Ich setze mich nicht einfach rein, dann hauen wir ab. Ich muss das alles alleine machen. Das sieht so cool aus. Energieübertragung der Mondkolonie sind 5 Jahre. Ja, da hier kam die Energie an. Da hinten. Dass man vom Mond Energie an die Erde übertragen kann. Ja, wir haben es geschafft. Aber die WSA hat es den Skeptikern gezeigt. Ja, seitdem kam nichts mehr. Sie werden das auch tun, wenn sie den MPT wieder in Gang bringen. Das ist die Idee. Das heißt, hier kam die Mikrowellenstrahlung vom Mond an, so haben die den Strom übertragen und hier wurde es dann verteilt. Aber es kam halt einfach. Es kommt nichts mehr. Irgendwas ist passiert. Die Frage ist, was? Die Musik. Oh, die Musik ist gut. Okay, das ist cool. Das ist cool. Lampe. R ist die Lampe, nicht F. Alles klar. Alles klar. Und eben, offiziell ist es, glaube ich, kein Horrorspiel. Den Code habe ich nicht. Aber es ist halt einfach düster. Wahrscheinlich dann auch nachher auf dem Mond, weil niemand mehr da ist. Hier steht's. 3, 5, 4, 8. Okay, wenn der Strom nicht geht, dann benutzt 3, 5, 4, 8 für die Tür. Alles klar, alles klar. Kann ich das direkt eintippen? 3, nee, nee, muss ich so machen. Achso, hier. 3, 5, 4, 8. Auf. Cool, es ist so dunkel. Ein bisschen Licht hier reinbringen, jawohl. Es ist nicht viel, weil ne, die Sonne ist verhangen wegen dem ganzen Staub. Aber besser als nichts. Hier drin ist normales Licht, cool. Jetzt nennen wir es seit Jahren unser Zuhause. Ja, wo seid ihr denn dann alle? Seid ihr abgehauen? Glauben, dass wir es bald endgültig verlassen. Sprich doch mal persönlich nachdem mit mir. Wenn dieser Sturm hier durch ist, wird die ganze Region bald zur Wüste gehören. Jo, das heißt, ich kann ja auch nicht landen. Das ist ein One-Way-Trip. Space-Tech-Magazin. Das ist so... Warum spiegelt das so hart? Also ich weiß, das Spiel unterstützt Raytracing, also RTX. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum es auch... Also ich hab's nicht aktiv. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum es auch so hart spiegelt. Ne? Damit man sich dann irgendwie selbst sieht, wenn das aktiviert ist. Ja, Blackout 2054. Was ist mit dem MPT passiert? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Okay, ein kleiner Frachtenaufzug, der mir nicht viel bringt, weil ich ihn nicht brauche. Und hier geht's weiter. Was ist der richtige Weg? Was ist... Ah, okay, okay. Ich dachte gerade, hier kann ich noch durch, aber jetzt ist derselbe Raum. Irgendein Büro. Linke Maustaste zum Zoomen. Ah, okay. Alles klar. Da sind so blaue Dinger da draußen. Keine Ahnung, was das ist. Inspizieren. Ist das ein Abzeichen? Ich glaube, das ist ein Abzeichen. Die Huygens Forschungsanlage. Rückseite in Gedenken. Huygens Fehlfunktion 2048. Will ich wissen, was das war und was da passiert ist? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das wird mich nur traurig machen. So, hier. Das ist der Plan.
Alles klar, die Datenbank, Projekt Fortuna. Maria Gonzalez ist entschlossen, die Wahrheit über den Blackout des Jahres 2055 zu erfahren und die MPT-Verbindung wiederherzustellen. Okay, das Fortuna-Team wurde aus der Asche der WSA geholt. Und es wird heimlich an der Mission gearbeitet. Das, was wir hier machen, ist nicht irgendwie abgesegnet. Aber wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Was bist du? Das ist ein Teil von Wheatley, oder? Also ich nenne ihn Wheatley, ich weiß nicht, was das ist. Eine kaputte ASE-Einheit. Okay, die Jurgens Kryoschlaf-Fehlfunktion. Okay, das klingt nicht schön. Das klingt nicht schön. Sie hat ihre ASE- oder ACE-Einheit mit auf die Erde gebracht. Hat versucht, das Ding zu reparieren, um die Aufzeichnung wiederherzustellen, aber es hat anscheinend bis jetzt nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil sie rausfinden wollte, was genau passiert ist, ne? Kann ich mir vorstellen. Okay, wir haben uns vor einigen Jahren auf der Raumstation getroffen. Okay, sie wurde aus dem Dienst entlassen. Das kaputte ASE. Also sie wollte eben ihre Hilfe, dass sie das irgendwie hinbekommt. Okay, holographische Daten laufen durch eine spezielle Hardware-Komponente. Ich bin eher auf Software spezialisiert, da sollst du dich an meinen Kollegen Rolf Robertson hier bei Pearson wenden. Ausgezeichneter Mechaniker. Das heißt, sie wollte das eben wiederherstellen, um eben rauszufinden, was passiert ist. Ein weiteres Magazin. Ja, wieder die Jurgens Fehlfunktion. Vergiss nie die Leute, die wir damals verloren haben. Und jetzt ist sie hier. Und versucht ein weiteres Mal, Leute zu retten. Dieses Mal aber die ganze Welt. Und wie gesagt, ich bin der arme Typ oder die arme Dame, das ist, glaube ich, nicht ganz eindeutig, der es jetzt machen darf, diese Person, das ist toll. Wie gesagt, kein Druck, kein Stress, wird alles easy. Das da steht im Weg, du. Das da steht im Weg. Warum ist mein Weg verstellt? Ich meine, wir müssen doch irgendwann mal uns überlegt haben, ja, ich muss hier vielleicht noch durch. Warum verstellt man mir dann so frech den Weg? Ich mache wieder die Lampe an. Hier drin ist es nämlich zappenduster. Selbst mit Licht sieht man quasi gar nichts. Weil, ne, wir laufen quasi auf Notstrom. Weil die Erde bekommt nichts mehr. Und diese Musik. Das klingt so hoffnungsvoll, als könnten wir es tatsächlich schaffen. Hier war wahrscheinlich damals die Hölle los. Das ist die Kantine, / der Aufenthaltsraum. Und jetzt ist gar nichts mehr hier. Absolut gar nichts. Hier ist das Kontrollzentrum. Okay. Macht das Licht wieder aus. Das ist cool. Sehr cool. Danke an alle. Fortuna 1 beginnt. Und Fortuna 1 wird auch Fortuna 1 bleiben. Weil wahrscheinlich geht's dann danach nicht weiter. Ach, Bierpong. Cool, ich habe gewonnen. Die waren fleißig. Die waren fleißig. Was braucht man hierfür? Claires Büro. Okay, Konferenzzimmer und Claires Büro. Anhören. Ach, Audiolog. Drei plausible Gründe für den MPT-Blackout ermittelt. Alles klar. Erstens, der Transmitter der Pearson-Raumstation. Claire, da bist du ja. Also ich dachte, das wäre jetzt noch was anderes, das ist dasselbe. Alle suchen schon nach dir. Ich muss mir das nochmal ansehen, Maria. Wir haben es uns angesehen. Mehrfach. Wir haben alles. Komm schon. Es ist Zeit für die Party. Wird nicht lange dauern. Sollte man nicht erst feiern, wenn es durch ist? Weil die haben gefeiert, während es vorbereitet wurde. Wenn er sich zu was entschlossen hatte, konnte ich ihn auch nie davon abbringen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wahrscheinlich das Einzige, was uns verbindet. Ist auch echt gut angesprochen. Warum hat er nur die MPT-Verbindung nicht wiederhergestellt? Ja, was ist darum passiert? Er hat das Ding erfunden. Und jetzt sind wir dran. Niemand anders versucht es. Wenn wir versagen, dann ist Ende. Was ich dir gesagt habe. Wenn es machbar ist, machen wir es. Darauf konzentrieren wir uns. Geh deine Notizen durch und dann komm zu uns. Okay. Gründe des Blackouts. Zweite Möglichkeit, einer der... Ja, jetzt geht sie einfach nochmal durch und dann kommt, soll sie rüberkommen. Alles klar. Alles klar. Und das hier ist dann ihr Büro, wo sie alles irgendwie gemanagt hat. Das hier ist die Rakete. Für die Menschheit, für die Zukunft. Das hier ist das Raketenmodell. Okay, wurde direkt nach der Universität eingestellt, hat Taurus 5 entworfen. Okay, und eben ihr Vater und ihre Schwester sind auf dem Mond. Deswegen will sie auch, oder waren auf dem Mond, deswegen will sie jetzt auch rausfinden, was da los ist. Was ist das denn? Custody denied. Oh je. Okay, das volle Sorgerecht für Katie erhält. Au. Oh. Das heißt, Katie wurde dann zum Mond gebracht, weil sie das Sorgerecht verloren hat. Okay, das heißt, ihre Schwester war Katie, die wurde zum Mond gebracht, sie hat das Sorgerecht verloren zu Vater und der war auf dem Mond. Und jetzt sind beide weg. Okay, das ist nicht cool.
Das ist nicht cool. Hier sind die ganzen Komponenten von der Rakete. Das heißt, das Schicksal hat ihr sehr dumm mitgespielt. Und wahrscheinlich werde ich rausfinden, was da oben passiert ist. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aber ja, wir werden vermutlich dann irgendwann rausfinden, was mit ihrer Familie und dem, was noch davon übrig ist. Gut, was damit passiert ist. Bereiten Sie die Rakete so schnell es geht auf den Start vor. Alles klar, das muss ich natürlich auch selber machen. Cool, wie funktioniert das? Neustart initialisieren. Starten neu. Dafür haben wir noch Strom in dem Fall. Das funktioniert. Neuen Eintreffzeitpunkt des Sturms. Claire, wir haben ein Problem. Der Sturm nähert sich schneller als erwartet. Wundervoll. Uns läuft die Zeit davon. Weiter, Fortuna. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt Ja. Ich gebe mein Bestes. Tab Ziel. Schließe beide Wasserstoff-Brennstoff-Ventile. Okay. Das heißt, na, ich muss jetzt hier auch noch lernen, wie man eine Rakete startet. Es reicht nicht, dass ich irgendwie darauf spezialisiert bin, dann auch zum Mond zu fliegen. Nein. Ich muss noch irgendwie die Rakete startbereit machen. Okay, was... Was habe ich gedrückt? Geht nicht. Das heißt, das geht wahrscheinlich erst, wenn ich das andere gemacht habe. Das heißt, die Wasserstoff-Brennstoff-Ventile schließen. Und dann kann ich vermutlich irgendwie diesen wundervollen Knopf umlegen. Alles klar. Alles klar. Na, hier liegt schon überall Staub und man sieht schon, ne, es fängt ein bisschen stärker an zu wenden. Wir müssen uns beeilen. Das war die falsche Taste. Hier ist das Brennstoffventil Nummer 1. Und dann fliegen wir zum Mond. Das hier ist irgendwie richtig episch. Ich weiß auch nicht warum, aber es könnte gerade ein Film sein. So, ne, im Stil von Der Marsianer. Unglaublich guter Film, weil da würde ich eigentlich sehr empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat. Das ist vermutlich einer meiner Lieblingsfilme. So ein bisschen eben im Stil von Der Marsianer oder Interstellar, wo es ja auch um was Ähnliches geht, wo die Erde auch kaputt ist. Das ist nicht gut. Ich muss improvisieren. Wo die Erde auch kaputt ist und die Leute halt irgendwie dann klarkommen müssen und dann kommen sie ja drauf, ja, lass mal einfach zu einem anderen Stern fliegen. Wie genau komme ich jetzt da hoch? Ich kann diese Treppe hier nicht verschieben, weil die ist umgekippt. Ich kann da nicht hochspringen, ich kann nicht oben rum. Das funktioniert nicht. Außerdem, in was für einer Welt leben wir, dass die Leitern zerbrechen? Ach, warte mal, ich kann den Fahrstuhl benutzen. Ist da vielleicht was drauf, was mir was bringt? Nee. Aber vielleicht kann ich drauf, kann runterfahren und kann irgendwas hochholen, womit ich dann nach da hinten kann. Das wäre doch cool. Wo komme ich raus? Hier. Da ist eine fahrbare Treppe. Das ist ja praktisch. Sehr praktisch sogar. Genau, dann greifen. Und dann Q und E. Dann drehen wir das Ding so, schieben es auf den Fahrstuhl, bringen es nach oben. Und dann kann ich auch an das zweite Ventil. Wie lucky, dass hier so eine Treppe steht, ne? Als wären die Dinger schon in weiser Voraussicht immer mal eingelagert worden, weil sie sich gedacht haben, ja, irgendwann geht die Leiter da oben kaputt. Dann werden wir das brauchen. Ich habe sie sogar schon richtig ausgerichtet. Das war gar nicht beabsichtigt. Aber ich habe es gemacht. Passt sie auch quer dadurch? Ja. Okay, ich bin gerade irgendwas hängen geblieben. Siehst du mal. Das geht auch quer. Dann irgendwie so noch ein bisschen drehen. So, so, perfekt. Und dann wäre dieses Problem, Spiel, Dankeschön, auch gelöst. Cool, dann ist das zu. Dann laufe ich zurück, drehe diesen Schalter. Und dann müsste das geklärt sein. Dann müsste die Tür aufgehen. Ich kann zu der Rakete. Okay, die Wasserstoffventile. Und dann legen wir los. Gehen Sie zurück ins Kontrollzentrum, um die Rakete auf den Start vorzubereiten. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay, und auch wenn ich das Ding drehe, achte mal auf unseren Astronauten. Der Blick vorher. Also, ja, jetzt ist es eine Zwischensequenz. Aber vorher hat er auch schon so geguckt und ein bisschen gezögert, bevor er es gedreht hat. Also ich sage immer er, wir wissen nicht, ob es eine er ist oder eine sie, aber Astronaut ist halt ein männliches Wort, aber es wird's nicht. So. Cool. Das sieht gut aus. Ja. Ich glaube, das erste Mal, dass das Ding richtig zum Leben erwacht. Ne, wir haben es vorher nur in Simulationen getestet. Jetzt machen wir es richtig. Okay. 1:30. Alles klar, wir haben es ein bisschen eilig. Bevor dieser blöde Staubsturm die Rakete kaputt macht,
müssen wir hier weg. Und ich laufe gerade auch gegen den Wind, ne? Läuft ein bisschen langsamer, der Kollege. Der Kollege Astronaut, wie gesagt, ne, ist ein männliches Wort, deswegen mag ich das einfach so. Aber wir wissen ja nicht, wer da drunter steckt. Das ist aber auch nicht beabsichtigt. Das ist genauso beabsichtigt, dass man es nicht weiß. Die Musik, es ist wirklich wie Interstellar. Gib dir mal die Mucke. Das ist so cool. Das hier ist so cool. Ich fühle mich wie der absolute Superheld. Da bin ich einfach nur ein Rando, der gleich in den Weltraum fliegt. Alles klar, dann auf. Wundervoll. In die Rakete. Ja. Ja, 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 ja. 40 Sekunden. Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Und da ist die Kommandokapsel. Ich bin ja sowieso ein riesen Sci-Fi-Nerd und auch ein Weltall-Nerd. Ich finde das gerade super. Das ist so cool. Okay. Jetzt bin ich wieder First Person. Okay, wie genau funktioniert das? Ich darf sogar die Schalter umlegen. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Okay, ready. Klick, 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 klick. Oh, so geil. Okay, wird hochgefahren. Dann muss ich irgendwie das hier in den blauen Bereich bringen. Ruheposition, perfekt. Okay, 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 wie in der Übung. Dann alle Systeme aktivieren. Oder auch nicht. Ist das eine Reihenfolge? Also ich kann nur 4 Stück umlegen. Ich kann nicht alle... Bin ich zu blöd, sehe ich die Reihenfolge nicht? Ach, A1, A3... B3, B4. Ich hab's noch gemacht. Ich hab's noch gemacht. Hier steht's. Alles gut. Alles gut. So, Sauerstoffzufuhrarm. Eingefahren. Perfekt, perfekt. Ich muss hier gucken. Hier steht alles drauf. Hier steht alles drauf. Öffnen Sie schnell alle Ventile. Okay, perfekt. Schalldämpfungssystem wurde aktiviert. Nice. Wasserstoffverbrennung einleiten. Oh ja, los geht's. Wasserstoffabbrennsystem aktiviert. Okay. Raketenbooster bereit für Zündung. Wir sind bereit für Zündung, liebe Leute. Okay, Countdown bereit für Zündung. Wir fliegen los. Wir machen das wirklich, ne? Okay. Das ist so cool. Haupttriebwerk läuft, Booster laufen. Und ich bin raus. Ab jetzt gibt's nichts mehr, was sie für mich tun können. Der Rest läuft wahrscheinlich vollautomatisch. Und im Idealfall läuft alles so, wie es geplant ist. Ich könnte das übrigens niemals in echt machen. Ich könnte echt kein Astronaut sein. Ich hätte unglaubliche Panik, auch wenn es natürlich durchgerechnet ist und alles. Im Zweifel geht halt vielleicht was schief. Weil jetzt jemanden ins Weltall schießen, das ist nicht unbedingt was, was man 1000 Mal irgendwie üben kann, weil das kostet halt. Man kann es simulieren, aber so wirklich richtig unter realen Bedingungen üben, ist relativ schwer. Okay, wir machen das wirklich. Wir durchbrechen den Staub. Blauer Himmel. Weltall. Das ist so cool. Ich habe sogar Seitenfenster. Jawohl, wir sind auf dem Weg zum Mond. Das ist so cool. Da ist die Sonne. Das ist so cool. Haupttriebwerk wird abgeschaltet. Phasentrennung, Zündung, Phase 2. Okay, das heißt, ne, die eine Stufe fliegt raus. Jetzt ist die nächste dran. Alles klar, ich habe leider keine Dachfenster. Sondern nur vorne... Ein bisschen an der Seite. Da ist die Erde. Oh, das ist so cool. Ist es immer noch, auch wenn es nur ein Spiel ist. Guck dir die Erde an, der absolute Zustand der Erde. Ja, ist halt echt so, ne? Das ist ein trauriger Anblick. Dann sind alle gerettet. Ich gebe mein Bestes. Und vor allem an die Zukunft zu denken. Jo, wie gesagt, kein Stress, das ist so cool. Sie müssen den MPT in der Pearson-Raumstation finden. Alles klar. Von dort wird die Energie zur Erde übermittelt. Das war das letzte Glied im MPT-Netzwerk vor dem Blackout. Okay. Wenn es Antworten gibt, dann dort. Klar? Alles klar. Wir müssen runter zum Schutzraum. Der Sturm wird schlimmer. Verstanden. Fortuna One, der Sturm wird den Funkkontakt unterbrechen. Sie sind dann eine Weile... Toll. Und eine Weile heißt wahrscheinlich für immer. Das war's. Das war's. Funke ist raus. RIP. Geben Sie uns den Mond zurück. Das ist das Letzte, was noch ankam. Ziel, Abschaltung, Haupttriebwerk. Okay, schließe die zweite Phase der Startsequenz ab.
Cool. Wo mache ich das? Wo trenne ich das Haupttriebwerk ab? Hier. Okay. Haupttriebwerk runtergefahren. Schubdüse der zweiten Phase. Das los. Okay, bereit für Zündung. Nächster Hebel. Sind alle nicht angeschrieben, ne? Muss ich halt wissen. Da ist es. Da ist es, liebe Leute. Wir fliegen zum Mond. Und tschüss. Das Ding verglüht einfach. Und wir sind raus. Das ist so cool. Das ist so cool gemacht. Alles klar. Da ist das Logo, liebe Leute. Deliver us the moon. Gib uns den Mond. Es lässt sich nicht so ganz gut übersetzen, aber so. Gib uns den Mond, liefer uns den Mond, liefer uns das, was der Mond zu bieten hat. Alles klar. Wir sind unterwegs. Das ist geil. Ich bin voll drin, liebe Leute. Ich bin voll drin. Okay, das ist ein Weltallaufzug zu einer Raumstation. Na, Ziel Nummer 1 ist die Raumstation. Und die ist mit einem Weltallaufzug verbunden mit dem Mond. Die Frage ist, was finden wir hier? Muss ich noch andocken? Alles klar. Betritt die Pearson Raumstation, docke an. Nichts leichter als das. Okay. Muss ich jetzt hier noch andocken? Alles klar, es ist wirklich wie Interstellar. Die Andock-Szene mit der Musik. Gibt, glaub, nichts Cooleres als das. Und es gibt auch Trägheit. Weil... Ne, wenn ich mich zum Beispiel nach links bewege, bewegt es sich nach links, bis ich mich nach rechts gegenbewege. Also Trägheit. Alles klar, das ist aber gut. Ich bin ziemlich nah an der Mitte. Es ist eigentlich quasi perfekt. Ein bisschen fein abstimmen, ein bisschen weiter runter. Und wir sind angedockt. Perfekt, ich könnte das auch in echt. Definitiv. Okay. Und wir haben Verbindung. Nice. Lass mich raten, hier oben ist auch niemand. Hier oben ist auch niemand. Bodenkontrolle an Fortuna One. Sie müssten jetzt die Pearson erreicht haben. Das heißt, sie sind wieder bei mir. Hat unsere Instrumente beschädigt. Wir können ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Wundervoll. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Okay. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, okay. So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht, denn ich weiß, wir gehen noch runter auf den Mond. Ja, das ist mal... Achso, ich dachte gerade, hier wäre alles kaputt. Ich wollte gerade sagen, das ist mal eine Luftschleuse. Nee, das ist halt eine Raumstation. Ne? Auch hier gibt es Trägheit, zumindest in gewissem Maße. Und ich manövriere mit Boostern. Wir haben jetzt 2059 in der Pearson Raumstation. Und eben rausfinden, was passiert ist, wieder online bringen. Aber ich weiß, wir gehen noch runter auf den Mond, also wird es nicht... bei dieser kleinen Station bleiben. Geht jede Tür auf? Nee, das ist jetzt linear. Okay, das ist linear und hier ist so ein kleines Aussichtsding. Da ist die Erde, natürlich ist die Erde genauso, dass man sie sieht. Das ist so cool. Das ist so cool. Luftschleuse. Okay. Okay, und ich kann auch sowas hier machen. Sauerstoff, 3 Minuten. 3 Minuten. Zentralhub. Okay, Ziel. Prüfe die Verbindung der Station zum MPT-Netzwerk. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Was ist das? Okay. Ich hab das jetzt dabei. Keine Ahnung. Hier ist nochmal was. Hier oben ist nochmal so ein Ding. Ja, das ist super linear, ne? Ich kann nicht viel machen. Ich muss einfach nur den Weg nach zum zentralen Hub. Und eben hier in der Mitte gibt es kein Sauerstoff, das ist ein bisschen merkwürdig. Habe ich das Ding gebraucht, um es da einzusetzen? Ja. Hey, siehst du mal, ich habe ein Rätsel gelöst, ohne es zu wissen. Was ist das? Sauerstoff aufgefüllt. Das heißt, das sind so Sauerstoffbehälter. Alles klar. Und eben, es wechselt immer zwischen Third Person und First Person. Auch mit diesem Helm-Overlay, ne, und dem ganzen, dem Display. Das ist cool. Ist hier was drin? Nochmal Sauerstoff. Nice. Dann nochmal so ein Ding.
was ich brauche, um dann irgendwo noch eine Tür aufzumachen. Und es ist auch richtig klaustrophobisch, ne? Weil durch so einen Helm sieht man nicht viel, da ist das Sichtfeld extrem eingeschränkt. Deswegen passt das eigentlich gut, dass es auch, also eben das Sichtfeld auch hier mega eingeschränkt ist. Hier rein? Okay, es fehlt noch eins wahrscheinlich auf der anderen Seite. Und dann kann ich das System neu starten, um dann da reinzukommen. Und eben, hier ist niemand. Was ist mit den Leuten passiert? Haben die aufgegeben? Ist vielleicht irgendwas Schlimmeres passiert? Weiß keiner. Inspizieren. Okay, was ist das? Diese Seite nach oben, interne E-Mail. Kopernikus Mondzentrale. Herausgegeben wegen des Falls des Weltraumfahrstuhls. Bla bla bla. ASE-Teile. Das heißt, das ist Ersatzzeug. In dem Fall. Okay, hier ist Sauerstoff ohne Ende. Hier ist alles düster. Aber nicht das, was ich brauche, oder? Nee, im Notfall auftrennen. Aber dieses Ding zum Reinmachen und Rumdrehen ist hier nicht. Kann ich die rausziehen? Das geht, aber dann geht die Tür wieder zu. Okay. Gibt es einen Weg, die hier reinzubringen, ohne dass die Türe zugeht? Ja, weil hier kann ich nochmal eine reinmachen. Siehst du mal. Siehst du mal, das ist ein bisschen Kombinationsrätsellogik. Ich kann die Tür auch von dieser Seite quasi zwangsmäßig offen halten. Genau, dann kann ich die hier rausholen, auf die andere Seite schaffen. Und hab dann beide. Ja, das ist ja ein Träumchen. Dann gehe ich gerade nochmal dahinter und mache meinen Sauerstoff voll. Und dann kommen wir in den zentralen Ab. Das hier ist so cool. Haben wir alle so viel Spaß wie ich? Ich finde das super. Ich finde das super. Es gibt nicht so viele... So viele wirklich gut gemachte Space-Erkundungs-Adventure-Thriller-Spiele. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Horrorspiel ist es wie gesagt nicht, aber es ist halt teilweise ein bisschen unheimlich. Davon gibt es einfach nicht so viele. Und das hier ist mit Abstand, glaube ich, eines der bestbewertetsten. Deswegen, ich bin hier voll dabei. So, Systemneustart erforderlich. Bumm. Aktiviere Lebenserhaltung. Sauerstoff ist da. Cool. Schwerkraft gibt es nicht, aber Sauerstoff. MPT-Netzwerk offline, Energie niedrig, aber Lebenserhaltung funktioniert. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So. Genau, das Kontrollzentrum der Libra, des Libra-Trakts. Lass mich raten, das ist nicht hier, oder? Muss ich dafür zurücknehmen? Muss ich nicht. Weil die Tür ist jetzt zu. Ist hier dann irgendwas aufgegangen? Also der Weltraumfahrstuhl ist offline, steht da zumindest. Die Tür ist immer noch zu. Und ich kann auch schlecht eine Energiezelle da wieder rausnehmen und da reinmachen, weil ich brauche die Energie, um die Lebenserhaltung aufrechtzuerhalten. Ach, hier. Okay, okay. Das ist ein bisschen komische Architektur, aber ist eine Raumstation. Macht Sinn. Weil hier gibt es keine oben und unten, da muss man sich ab und zu ein bisschen besser umsehen. Okay, der Zentralhub. Cool. Cool, das heißt, das hier ist dieser Ring, wo ich dann ab. Hier ist das Orion-Modul-Dings. Das geht wahrscheinlich aktuell nicht auf. Okay. Dann hier. Hier, wo komme ich dann her? Von hier oben. Raumstation, Mann. Raumstation. Eine Sprachaufzeichnung. Was haben wir hier? Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Kopernikus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Ah, die haben sie runtergeschickt, um das zu untersuchen. Wenn ihr zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit? Ja, lass mich raten. Und keine Sorge, Control. Die sind nicht zurückgekommen, die anderen sind ohne sie abgehauen. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Die sind nie zurückgekommen, die anderen hier oben sind abgehauen. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Ja, das lief nicht so wie geplant, ne? Das lief nicht so wie geplant. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Nur im Idealfall können wir dann was bewirken. Und retten die Welt. So, hier ist das Poster von der Raumstation, richtig? Genau, der Pearson Weltraumfahrstuhl. Weißt du, Logistik, die Menschen und Vorräte zum und vom Mond befördert. Okay, die wurden nach unten geschickt, um das zu untersuchen. Die Zeit war äußerst begrenzt und dann hieß es ja, ja, wir müssen dann ohne euch weg. Die sind wahrscheinlich einfach nie zurückgekommen. Und dann sind die anderen gegangen. Weil sie vermutlich keine andere Wahl hatten. Da hinten ist das Modul, wo ich hin muss.
Die Frage ist, findet sich hier hinten noch irgendwas? Ich weiß eben nicht, wie sehr sich hier Erkundung lohnt. Wahrscheinlich schon ein bisschen, weil eben Story-Zeug überall versteckt ist. Ah, hier sieht es aktuell nicht so aus. Das heißt, ich gehe mal dahin, wo ich hin soll. Und ich bin halt auch extrem langsam. Weil, ne, ich operiere hier, ich manövriere mich mit so kleinen Boostern. Und wenn man da zu schnell ist, ist das sehr blöd. Weil dann rammt man die Wand. Und das ist relativ uncool. So, Libra. Diese Richtung. Eieieiei, das ist so cool. Das ist so unglaublich cool. Libra. Alles klar. Kriege ich erstmal. Ich wollte gerade sagen, kriege ich erstmal oben und unten, aber nee, kriegen wir nicht, weil es gibt kein oben und kein unten im Weltall. Hier ist die Toilette. Okay, der Waagetrakt. Also Libra, ne? Schlafquartiere, Kontrollzentrum. Alles klar, aber wo? Es ist alles zu. Und ich kann es auch nicht aufsperren. Hier ist die Tür. Es ist so verwirrend, weil die Türen sind allesamt so nah beisammen, dass ich immer irgendwas übersehe. Rolf Robertson. Der hat den Mond beobachtet. Siehst du mal. Der hat ein Teleskop auf den Mond gerichtet. Was steht hier? Okay, eine wenige Überlebenden der Jürgens-Kryoschlaf-Fehlfunktion, Maria. Okay, ein Fragment aus dem Kryogenerator. Okay. Okay, also sie wollte, ne, das eben untersuchen, was da passiert ist. Sie will rausfinden, was wirklich geschah damals. Okay, er hat aber nichts Eindeutiges gefunden. Und die holographischen Daten sind ortsbezogen. Sie können nur dort projiziert werden, wo sie entstanden sind. Alles klar, das heißt, um dann rauszufinden, was passiert ist, muss sie zu dieser Station zurück. Cool. Und das ist eine Kryoschlafmaschine. Das heißt, das ist das, was er untersucht hat. Okay. Okay, sie hat dann untersucht, was davon übrig geblieben ist. Und der hat das dann hier angeguckt. Und ihm ist dann nicht wirklich viel aufgefallen. Umsehen. Der hat den Mond beobachtet. Die Erde, ich bin ja doof. Es sieht sich halt inzwischen so ähnlich, weil es so verstaubt ist. Aber dann wäre es eher der Mars. Wie komme ich auf Mond? Das ist ja unglaublich. Moonman, der erste Kontakt. Ist das ein Comic? Auf seinem Weg zum Mond dockt der Astronaut einer heruntergekommenen Raumstation an. Er findet Hinweise auf einen alten Freund. Überzeugt, dass er noch auf dem Mond am Leben sein könnte, verdoppelt er in einem Rennen gegen die Zeit seine Bemühungen, um den Weltraumfahrstuhl zu aktivieren. Das heißt, diese ganze Serie an Comics und Bildern und alles, oder an mit diesen Heften, die ich immer finde, das ist quasi meine Geschichte. Nur halt, ne, ein bisschen, also ich bin halt realistischer, aber das ist quasi die Comic-Version davon. Aber das ist genau, was ich tue. Mikrowellen-Energietransmission, Wartung kann Leben retten, gehen Sie niemals ohne Ace raus oder ASE. Sarah Baker und nochmal das hier. Na schön, Kumpel, fast fertig. Okay. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Alex. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar, wir brauchen also alle diese Hilfe, Drohne, die wir kriegen, ne, können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Nein. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall... Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Ja. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Niemand kommt. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Was ist da unten passiert? Wo sind die alle hin? Auf einmal war anscheinend Funkstille und keiner hat mir irgendwas gemacht. Wo sind die Leute hin? Okay, MPT ist immer noch offline. Was ist los? Alles klar, wir reparieren den Aufzug, damit uns zur Copernicus Mondzentrale bringt. Das wirklich Hilfeleistungen, die sie benötigen, um MPT wieder online zu bringen. Willkommen, bitte seien Sie vorsichtig. Chefingenieur der Pearson Raumstation, ein Ratsmitglied Laverde. Wer auch immer das ist. Alles klar. Alles klar. Es ist so schwer, sich hier zurechtzufinden, was ich potenziell übersehen könnte. Ich übersehe wahrscheinlich auch unglaublich viel. Ein Code. Sie haben wieder den Code geändert. 2539. Okay, das heißt, damit komme ich auch durch diese Tür zum Kontrollzentrum. 2539. Cool. Sehr cool. Das ist, was ich haben möchte. Und lass mich raten, nichts hiervon funktioniert. Interagieren. MPT-Diagnose. Was sagt das Diagnosetool?
kaputt. Kommt einfach zurück, kaputt. Okay. Empfänger und Transmitter sind online. Das heißt, es liegt nicht an der Raumstation, aber die Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden. MPT-Diagnose im Mondzentrale. Mondbasis kontaktieren. Es kommt halt nichts. Ich kontaktiere Mondbasis, keine Verbindung. Cool. Wir haben ein Problem. Und der Weltraumfahrstuhl ist offline. Den sollten wir zum Laufen bringen. Zusätzliche Energie ist notwendig. Stationsrotation für zusätzliche Energie aktivieren. Das heißt, dann kriegen wir wahrscheinlich auch Schwerkraft. Rotationsantrieb ist aber offline. Okay, wir fassen zusammen. MPT-Netzwerk kaputt. Weltraumfahrstuhl kaputt. Energie quasi nicht vorhanden. Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte, ne? Das ist ja toll. Das ist ja toll. Hier oben funktioniert gar nichts mehr. Hier ist nochmal was. Ratsmitglied MacArthur. Okay, Problem bei der Lieferung von Baumaterialien. Wir sollten inzwischen mit dem Orion-Track fertig sein, aber wieder einmal haben wir den Meilenstein verfehlt, weil Sendungen wiederholt storniert wurden. Okay, das heißt, es wurde einfach nichts hochgeschickt und es wurde nichts genehmigt. Okay, Ressourcenprioritäten wurden verschoben. Ich empfehle Ihnen, sich mit dem zu begnügen, was Sie haben. Das machen wir alle. Okay, wird die Jugendanlage endlich erbreitet? Wird Zeit, dass der Ort wieder öffnet. Da ist so viel Wissen vergraben. Okay, es ist klassifiziert, aber es betrifft nicht Jürgens. Und der Zutritt bleibt beschränkt. Was ist da passiert? Es ist fast so, als wollen sie es nicht irgendwie öffentlich machen, ne? Als wüssten sie ganz genau, was da abgegangen ist. Aber sie sagen es niemandem. Hier sind die Anzüge. Cool, hier ist nochmal ein Fenster. Und hier fehlen zwei, das sind dann die zwei, die zum Mond runter sind. Die drei und die vier. Alles klar. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir irgendwie die Rotation zum Laufen bringen können. Das wäre nämlich schon cool. Interagieren. Okay, Roboterarm. Plasmaschneider vorbereitet, bereit zum Brennvorgang. Alles klar. Muss ich das machen oder macht das von alleine? Das muss ich machen. Okay, schneiden. Auf, das heißt, ich löse die Versiegelung. Auf. Okay. Damit ich hier durch kann. Luftschleuse. Das heißt aber, ab hier läuft auch wieder meine Zeit, weil hier draußen gibt es keinen Sauerstoff. Jo, ab hier läuft die Zeit. Einsammeln. Einfach mal aufheben. Okay. Habe ich das Ding... Ich habe jetzt den Plasmaschneider an meinem Handschuh. Das ist clever. Okay, das ist clever. Das ist sogar sehr clever. Okay, und damit kann ich wahrscheinlich auch an diese tollen Kisten ran. Linke Maustaste schneiden. Nee, kann ich nicht. Ah nee, die ist schon offen. Okay, never mind. Die ist schon offen. Alles klar. Dann... Ich bin so nah dran. Linke Maustaste schneiden. Jetzt, das dauert immer einen Moment. Weil er erst irgendwie sich fokussieren muss. Okay, die Siegel sind gelöst, dann noch die oberen. Ich weiß nicht, wo das Ding so viel Energie hernimmt. Aber es funktioniert. Dann noch die unteren. Und dann können wir dadurch eben Rotation aktivieren für mehr Energie, den Fahrstuhl online bringen. Und dann unten auschecken, was da los ist. Wo war dieser eine Sauerstoffbehälter? Hier. Es ist so verwirrend, weil es eben keine unten und keine oben gibt. Willkommen im Weltall. Okay, hier ist eine Kiste. Guck mal an, hier ist eine Kiste, die ich aufmachen kann. Wo dann einiges an Material drin ist. Nur eine? Alles klar, in der anderen war aber viel mehr. In der anderen war viel, viel mehr. Ich nehme die gerade mal mit. Komm. So, kann ich... Passe ich hier durch? Nein? Es ist so verwirrend. Ach so, hier. Ich muss gar nicht weiter. Ich muss die Kästen aufmachen. Wahrscheinlich braucht das ganze Mauspad dafür, ne? Wahrscheinlich um dann irgendwas... Ah, nee! Weil damit ich da durch kann. Ich dachte schon, das sind irgendwie so Stromkästen oder so. Nee, das ist, damit ich da durch kann. Und weiter vorankomme, um dann eben irgendwann die Rotation zu aktivieren. Denn das ist der Plan. Hallo, Funk! Ja, es gibt kleine Verzögerungen im Plan. Nein, absolut gar nicht. Aber ich kann ja nicht senden, die können mich nicht empfangen. Also RIP. Das ist halt ein bisschen doof. Ich könnte, keine Ahnung, Zeta und Mordio rufen, die würden mich nicht hören. Weil Funkverkehr ist gerade ausgesetzt, bei denen sind nämlich die Transmitter beschädigt worden. Das ist toll. So, kann ich
Das Ding ist stark, auch an meiner Hand befestigt. Okay, cool. Und hier ist dann wieder eine Luftschleuse. Das heißt, hier ist alles wieder gut. Und wieder eine Sprachaufzeichnung. Das ist das Lager anscheinend. Verstanden. Glaubst du, wir sind bald fertig? Eine Minute vor dem Blackout kriegt ein komisches Signal. Glaub nicht. Überraschend genug, dass MacArthur das hier genehmigt hat. Tja. Hey, hör mal. Ich empfange seltsame Signale von der Mondoberfläche. Hm. Siehst du was? Bin gleich fertig. Was zur Hölle? Die Lichter? Sie gehen aus. Was ist da unten passiert? Alles in Ordnung, Rolf? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Alles ist finster hier. Wir haben die Energie vom MPT verloren. Die komplette Station. Findest du zur Luftschleuse? Negativ. Ich habe keine Sicht. Okay. Ich schicke Alex, die Luftschleuse zu blockieren. Siehst du ihn? Ich sehe das Licht. Bin auf dem Weg zur Schleuse. Was ist da unten passiert? Die Oberfläche ist komplett dunkel. Rolf, nicht jetzt. Wie lange brauchst du noch? 10 Sekunden. Mach schneller. Ist die Schleuse verriegelt? Bist du ausgesperrt? Alex blockiert die Tür für dich, aber er schafft das nicht mehr lange. Ja, aber er hat es ja geschafft, sonst hätten sie ihn nicht runterschicken können, ne? Das Ende vom Lied ist, er hat es irgendwie geschafft. Was ist da unten auf dem Mond passiert? Was genau? Also irgendwie ein komisches Signal und dann einfach ein Ende. Und dann war einfach Ende und fertig. Und es hat sich niemand mehr gemeldet. Sie haben jemanden runtergeschickt, aber da weiß ich nicht, was da passiert ist. Vielleicht haben sie sich einfach nicht mehr gemeldet. Haben die unten Aliens entdeckt? Ich glaube nicht, dass das Spiel in diese Richtung geht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass noch sowas aus dem Hut gezaubert wird. Dafür ist es nämlich bis jetzt nicht Horrorspiel genug. Weißt du, was ich meine? Dass irgendwie sowas noch passiert. Die Datenbank. Okay, Orion-Trakt Wandplatte. Wurde nie fertiggestellt. Ja, so Zeug wie das wird einfach nicht mehr geliefert. Und alle Ressourcen wurden zu einem Geheimprojekt auf dem Mond umgeleitet. Vielleicht haben sie doch was mit Aliens zu tun. Wer weiß. Oder dieses Ding von dem Kryoschlaf hat sich wiederholt. Das könnte auch sein, dass irgendeiner richtig Mist gebaut hat. Und sich das wiederholt hat. Ja, da kann ich nicht durch. Das ist Wartung. Da werde ich nicht durchgehen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Sondern wir machen hier die Platte auf. Und gehen einfach auf der anderen Seite durch. Weil so durchs Stromkabel fliegen, das ist eine blöde Idee. Ich bin die letzte Hoffnung der Menschheit. Ich kann mir sowas nicht erlauben. Okay. Eure Station ist Müll. Eure Station ist Müll und eure Station ist unglaublich gefährlich. Ich will, dass ihr das wisst. So, Strom ist gekappt. Damit kann ich dann auch auf der anderen Seite durch. Das heißt, hier zerbricht einfach alles. Weil es nie fertig gebaut wurde, hat man sich auch gedacht, ja, warum sich hier drum kümmern? Ist ja nicht nötig, ne? Braucht man nicht. Lebenserhaltungssysteme. Ist das Wasser? Ja, macht das einen coolen Effekt, wenn ich durchfliege? Oh, leider nicht. Ich hätte es jetzt gern so, dass es auf den Visor geht und dann so abgestreift wird, wenn ich wieder nach vorne fliege. Aber leider macht es das nicht. Schade. Das ist schade, das wäre cool, aber allein schon der Wassereffekt. Nicht schlecht. So, Ziel. Okay, versorge das Rotationstriebwerk der Station mit Strom. Erstmal richtig finden. Okay, die Dinger kann ich nicht drehen. Das sieht aus wie das Archiv oder so. Aber hier hat es schon Energiezellen. Die ich aber nicht rausnehme. Doch, die kann ich rausnehmen. Okay. Das heißt, ich klaue mir meine Energie so zusammen. Und mache die dann hier in Rotationsantrieb 3. Das ist der Plan. Das heißt, alles, was irgendwie nicht unbedingt nötig ist, wird ausgeschaltet. Und auch hier muss ich mich einfach durchschneiden. Sonst geht das nicht. Okay. Ich mache also alles kaputt. Das ist, was ich tue. Es gibt kein Argument dagegen. Ich mache einfach alles kaputt. Irgendwie deren Forschung hier juckt nicht. Weil wir haben es eilig. Wir haben es eilig und die Menschheit und meine Leute da unten werden nicht ewig warten können. So. Die Frage ist, was bringt's? Weil ich sehe hier keine Energiezelle, die ich rausziehen kann. Ist das nur, damit ich das nächste drehen kann? Nee. Ich sehe keine... Ah doch, ganz da hinten unten. Okay. Das heißt, das war nötig, damit ich nämlich hier runter... Nee, und dann oben rüber... Ach du Heilige. Und dann oben rüber... Was ist denn das? Wie kommt man da drauf? Was ist das für eine Architektur? Warum ist es nötig, diese komischen
Bolzen oder was. Das ist so zu bauen, dass man richtig aufwendig... Ja, ich weiß. Ich weiß. Dass man eben so richtig blöd im Zeug rumfliegen muss. Das ist doch uncool. So, dann das. Cool. Dann der nächste. Muss ich ja wieder dasselbe machen? Nee, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Dieses Mal macht es mich einfach komplett fertig, wenn ich dagegen fliege. Ja, cool. Ja, cool. Was ein Träumchen. Diese Station ist toll. Ich kann es gar nicht abwarten, bis ich unten auf dem Mond bin. Ich kann es gar nicht abwarten. Wenigstens ist jetzt Ruhe. Ja, ich fahre halt die Lebenserhaltung runter, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wenn ich hier fertig bin, dann ist es wahrscheinlich... Muss ich schnell zurück, weil dann hat die Lebenserhaltung einfach keine Energie mehr. Das heißt, das hier... Ja, ich sehe es erst jetzt, das ist die Lebenserhaltung. Hier O2. Das heißt, hier wird der Sauerstoff produziert. Und ich bin gerade sehr fleißig dabei, das alles runterzufahren. Cool, ich dachte, das wären einfach nur irgendwelche Experimente mit Pflanzen oder so. Nee, die produzieren hier einen Sauerstoff. Und ich fahre das jetzt runter. Das heißt, sobald ich hier fertig bin, muss ich mich ein bisschen beeilen. Weil dann arbeiten wir noch mit dem, was wir in den Tanks... Au. Hab die Dimension meines Körpers nicht berücksichtigt. Dann arbeiten wir noch mit dem, was wir in den Tanks übrig haben. Ja, das ist toll. Das ist toll, aber Rotation läuft. Cool. Funktioniert das jetzt von alleine? Muss ich das noch irgendwie... Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieben. Jo, das siehst du richtig, Schatz. Kontrollzentrum aktiviert werden. Okay, Kontrollzentrum. Lebenserhaltungssysteme versagen. Das ist toll. Darf ich bitte schnell zurück? Okay, hier lang. Das heißt, Lebenserhaltung ist komplett unten. Aber hey, wenigstens Rotation ist aktiv. Ist das hier... Ist das hier ein schneller Weg zurück? Hoffentlich. Ja, ich muss mich gleich erstmal wieder zurechtfinden. Auf. Und dann komme ich hier raus. Ja. Ich arbeite dran. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Es ist notwendig, dass das passiert, okay? Es ist notwendig. Genau, jetzt zu Libra. Und dann da wieder das aktivieren. Dann dreht sich das alles, dann haben wir vermutlich auch Schwerkraft. Dann ist auch der... Lebenserhaltungssysteme inaktiv. Toll. Sauerstoffreserven. Dann ist auch der Aufzug vermutlich aktiv. Und wir können Dinge tun, die notwendig sind. Nämlich runter auf den Mond. Denn hier... ist erstmal Feierabend. So, ich mach mal Licht aus. Nice, Rotationsantrieb aktivieren. Komm. Wie gesagt, mir das reicht. Aktiviert. Cool. Weltraumfahrstuhl online. Ich hab's gemacht. Ja, ich merk's. Ja, richtig gemütlich. Alles klar. Ja, ich hätte das vielleicht nicht aktivieren sollen. Ich hätte das nicht machen sollen. Das war es auch mit meiner Rückflugmöglichkeit. Das Ding wird zerfetzt. Ja. Das Ding hat sich komplett selbst zerlegt, weil es die Belastung nicht ausgehalten hat. Greifen. Quicktime-Events, Bro. Okay. Und auch dieser verwirrte Funk im Hintergrund. Alles klar. Das ist ja wie aus Star Trek. Diese eine Szene, wo sie irgendwie zwischen den beiden... Ich glaube, es war Into Darkness, wo sie zwischen den beiden Schiffen rumspringen. Und dann den Trümmern ausweichen. Das war cool. Guck dir mal die Grafik an. Jetzt dreht es richtig auf, ne? Jetzt dreht es richtig auf. Und ich muss auch Gas geben und ab und zu mal Sauerstoff aufheben auf dem Weg. Denn ansonsten werde ich das hier nicht hinbekommen. Okay, ich fliege da mittendurch. Sauerstoff gibt es hier nicht. Ist mir egal, da unten gibt's wieder. Zum Glück habe ich gute Booster, ne? Hätte ich nicht so gute Booster, hätte ich wirklich ein Problem. Und zum Glück liegt ja auch überall Sauerstoff. Das ist voll cool, die Grafik ist gerade so hübsch. Auch diese... Ach komm! Auch dieser Farbverzehreffekt um die einzelnen Dinger rum, um die Trümmer, ist auch geil.
ja, ein Gewehr. Ist auch sehr geil. Weil das ist halt so ein bisschen, dass ich richtig einen mitbekommen habe. Und verwirrt bin. Ich sehe keinen weiteren Sauerstoff in meiner unmittelbaren Nähe. Sehr uncool, aber ich sehe da vorne was, was rot leuchtet. Das ist es. Das ist das Ziel. Problem. Ist es da Sauerstoff? Ich weiß es nicht. Problem. Da drin gibt es auch keinen Sauerstoff mehr, weil die Station hat sich selbst zerlegt. Da ist nichts mehr übrig, richtig? Es seien irgendwie die automatischen Schotten haben geschlossen, wenn wir welche haben. Ansonsten, Booster, komm, ansonsten haben wir ein großes Problem. Und mit großes Problem meine ich gigantisches Problem. Ich muss nur bis zum Fahrstuhl kommen. Ich muss nur bis zum Fahrstuhl schaffen. Und dann runter. Bevor das Ding sich noch weiter zerlegt. Und komplett auseinanderbricht. Komm schon, 20 Sekunden. 20 Sekunden. Ich finde schade, dass nicht irgendwie so ein Herzschlag mit drin ist. Das wird das Ganze noch schlimmer machen. Es ist so schon anstrengend. So, hier ist nochmal Sauerstoff. Cool. Dann machen wir das schon mal auf. Leck festgestellt. Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Okay, Orbitalaufzug zur Evakuierung. Alles klar. Alles klar. Drücken. Okay, wir haben es geschafft. Ja, hinsetzen, festhalten. Wir werden evakuiert. Wir werden rausgeholt. Und runter auf den Mond. Ja, der Ring hat sich komplett selbst zerrissen, weil das einfach nicht ausgehalten hat. Eigentlich sollte die Mission vielleicht hier schon vorbei sein, weil ne, der Fehler hätte auch hier oben liegen können. Er lag nicht hier oben, wir müssen runter zum Mond. Eieieiei. Das ist so cool. Das Spiel ist so cool. Okay. Da wird erstmal geladen. Es könnte so eine einfache Mission sein. Einfach da oben die Verbindung wiederherstellen. Aber nein, wir müssen bis zum Mond. Da ist es. Da ist es. Jetzt sind wir auch direkt da, wo es passiert ist. Vielleicht finden wir dann auch besser raus, was genau sich hier zugetragen hat. MPT-Steuerung. Lass mich raten, das ist erstmal mein primäres Ziel. Da hinzukommen. Ah, okay. Und ich bin wieder First Person. Gibt es hier unten Schwerkraft so richtig? Nehme ich zurück, ich bin Third Person. Also ja, es ist Mond, also haben wir Mondschwerkraft. Nee, wir haben richtige Schwerkraft. Okay, das heißt, die haben hier irgendwie künstliche Schwerkraftgeneration. Berge eine Ace-Einheit, um Zugang zum MPT-Kontrollzentrum zu erhalten. Ich würde einfach mal sagen, das war's an dieser Stelle. Hier bei Deliver Us the Moon. Schreibt mir gerne hier unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich würde es auf jeden Fall machen. Das ist mega cool, wie gesagt, das ist kein Horrorspiel. Aber es hat diesen perfekten Mix aus, es ist mal leise. Und dann erfährst du Story und dann sowas wie gerade eben, wo du durch Trümmer fliegen musst und Sauerstoff aufsammeln musst. Und es ist aber auch nicht so schwer, dass es irgendwie frustriert. Also ich hatte jetzt mehr als genug Sauerstoff. Es ist nur so ein bisschen, dass es dich eben zwingt, weiter nach vorne zu gehen. Es ist jetzt nie so, dass es wirklich schwer ist. Ich glaube, schwerer als das wird es auch nicht. Es ist primär ein Rumlauf-Story-Spiel, ist aber extrem geil. Also ich finde das hier unglaublich cool. Das ist, ich bin auch Fan von solchen Stories. Ich bin Fan von Science Fiction. Ich weiß nicht, was hier unten passiert ist. Ich glaube nicht, dass es was mit Aliens zu tun hat. Wir finden es raus, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal hier bei Deliver Us the Moon. Ein überraschend gutes Spiel. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich muss sagen, ich habe nicht allzu viel erwartet, aber ich wurde überrascht und zwar sehr.